Also, Joan sagt, du hast jetzt eben, Hans-Martin, das Buch erwähnt, Masters of the Living Energy, und viele haben es vielleicht wirklich gelesen. Und es ist ja auch ein Folgebuch von dem anderen Keepers of the Ancient Knowledge. Und Joan sagt aber auch, sie muss aber hier vielleicht die Euphorie auch ein kleines bisschen dämpfen. Dieses Buch ist wirklich schon sehr, sehr alt, und sie hat es vor langer Zeit geschrieben, als sie selber auch noch nicht so lange auf dem Pfad der Inka-Tradition war. Und deswegen sagt sie, ist auch der ein oder andere Fehler darin. Also das möchte sie einfach nur sagen, dass in diesem Buch Dinge drinstehen, die sie heute als falsch erachtet sogar. Und dank der vielen Einsichten und Lehren und Trainingseinheiten, die sie bekommen hat von Don Juan und Don Ivan Núñez del Prado, denen sie sehr dankbar ist, weiß sie heute viel mehr und entwickelt sich weiter und hat auch inzwischen ein neues Buch in Arbeit. Und sie sagte noch zu dem alten Buch, was wahrscheinlich das Wertvollste an diesem Buch ist, ist, dass sie damals den Pacos aus den Hochanden, die das Wort gegeben hat oder die Möglichkeit gegeben hat, sich auszudrücken. Und das ist dort festgehalten in dem Buch. Und das ist der wahre Wert eigentlich darin. Vielleicht nicht so sehr die Akkuratesse. Ja, I absolutely understand what you're saying, Joan. It happened to me too, and I just wrote my book 5 years ago. And so I feel like there is also an advantage to the fact that the Incas never invented the reading, because at least they never argued about what someone had been writing 500 or 1,000 years ago, as we do in the Western world. And it's a constant, exactly. A constant learning and revising, and a lot of experience we get, which we also then put into our teachings. And I'm sure the masters did it the same way. Yes. Also Hans-Martin sagte kurz, dass es ihm ja selbst sogar so gegangen ist, obwohl sein Buch erst vor 5 Jahren geschrieben ist. Also er versteht das komplett, was sie sagt. Und es ist wahrscheinlich einfach so, dass alles das, was wir lernen im Lauf der Zeit von verschiedenen Meistern, auch alles eingeht in das, was im Unterricht passiert und in den Büchern. So, before we start talking about the actual subject, the path of evolution or the path of growing your consciousness. One question before, Joan. So you wrote your book 20 years ago, but how did you actually get on the path? How did you meet the Andean tradition? Also die Frage an Joan, oh sorry, Joan. Die Frage an Joan ist, wie sie auf den Pfad gekommen ist, auf diese Inka-Tradition. You know, before I speak to that, I'd like to mention one thing as context. And that is that there isn't one Andean tradition. There's variations of it depending on what nation, you know, what group is practicing it and passing it on. And I think there's some misunderstandings because of some of the way it's being taught. There are teachings that bring in other traditions, Buddhist practices, Native American, North American practices, and they're called Andean. That aside, in the Andes itself, there are different lineages. And I want to just make clear that what I teach is what I was taught from Don Juan, which is from the mountain tradition, not the North Coast Amazonian, but the mountain, the Andean tradition, through the lineages of Huascar and Incarí, through the lineages of Don Benito Coriwaman, Don Melchor Deza, and Don Andreas Espinosa. Joan sagt, bevor sie jetzt auf die Frage antwortet, möchte sie noch einmal einen Kontext vorab schicken. Und zwar, dass sie sagt, dass es nicht nur eine Andine-Tradition gibt, sondern es gibt viele Variationen der Andinen-Tradition, abhängig davon, wer sie praktiziert und auch weitergibt. Und sie meint damit eigentlich nicht die neueren Einflüsse von anderen Religionen, die wir kennen, wie zum Beispiel den Buddhismus oder auch nordamerikanische Schamanismus. Das alles meint sie nicht, sondern allein schon aus den Anden,
aus dem Andenraum selbst gibt es unterschiedliche Gruppen und Lehrer, die etwas weitergeben. Und sie möchte einfach nur herausstellen, dass alles, was sie lehrt und auch in ihren Büchern aufgreift, das basiert alles auf dem Wissen, das sie gelernt hat von Don Juan und Don Ivan. Und zwar basiert es auf der Ahnenlinie von Huascar Inca und Incari. Und es wurde uns ja weitergegeben von den Meistern Don Benito Curiwaman, Don Andres Espinosa und Don Melchor de Sa. So the way to make a long story very short, I've always been on two parallel paths of inquiry in my life. From a very young age, interested in mind, in consciousness, in states of awareness. And that, of course, led me to spiritual traditions and esoteric traditions, including neo-shamanism and mysticism. I learned to meditate when I was 17 and have had a meditation practice. So I was exploring in the esoteric realms. But I also developed a parallel path that was based on science that kind of culminated when I was working on a doctorate. And my dissertation topic was the philosophy, the interpretations of quantum mechanics, of quantum physics, and literary narrative. And by that point, I realized that scientists had an artistic sensibility. And I realized through my esoteric reading and practice that mystics had a scientific sensibility. And so the two paths kind of converged, and I explored different practices. When I found the Andean tradition, my first touch of it was with a teacher that it was wonderful, powerful teaching, but it wasn't authentically Andean, which is not a problem if that doesn't matter to you, but it mattered to me. And then in 1995, I was introduced to Juan, and I found this synthesis of the artistry of energy and the science of energy in the lineages he was teaching. Also, sie kommt jetzt zurück auf die Frage, ob sie sich kurz vorstellt oder beziehungsweise wie sie eigentlich auf diesen Pfad der Inka-Tradition gestoßen ist. Und sie sagt, sie hat schon seit frühester Kindheit hat sie eigentlich zwei verschiedene Pfade beschritten. Ihr Interesse galt sowohl, also ihr Interesse galt dem Unbewussten, ihrem eigenen Unbewussten. Und sie hat da zwei Wege beschritten. Ja. Einmal den spirituellen Weg, esoterischen Weg, und hat da wahnsinnig viele verschiedene Richtungen auch ausprobiert und erlernt. Und war schon mit 17, hatte sie ein eigenes Meditationsstudio und hat viel auch mit Schamanismus gemacht, Esoterik. Und parallel, der zweite Pfad für sie war aber der der Wissenschaft. Und sie hat das bis zu einer Doktorarbeit hingetrieben, wo sie über die Philosophie der Quantenphysik sprach, Quantenmechanik sprach. Und so hat sie im Lauf dieser Zeit herausgefunden, dass es eigentlich eine gegenseitige Anziehungskraft gibt. Die Wissenschaftler haben ein Gefühl für die Spiritualität oder esoterische Dinge und und andersherum, die spirituellen Menschen haben auch ein Gefühl für Wissenschaft. Also es sind keine ganz getrennten Wege. Und wenn sie jetzt über die Andine-Tradition, da hat sie irgendwann einen ersten Lehrer der Andine-Tradition getroffen, der aber aus ihrer Sicht nicht rein nur die Inka-Tradition unterrichtet hat. Und das hat sie selber gespürt und es hat sie selber auch irgendwie gestört. Und dann, als sie 1995 Juan traf, da hat sich das alles für sie aufgelöst. Und es war der authentische Moment, den sie da kennengelernt hat und das, was sie daran liebt. If I could continue in that vein of thought for a moment. Yeah, sure. So in my teaching, I like to use an analogy that it's kind of a cartoon. You see the physicists who's searching for a natural law. And in the back of their office, there's a whole wall
of whiteboard. And that whiteboard is covered from top to bottom and side to side with all these complex equations. And then ultimately, when they find the natural law, all of that gets collapsed down to something simpler and more elegant. So that whole wall of equation gets collapsed down to what I see as a Tawantin, E equals MC squared, F equals MA. Not always, but much of the time, it gets collapsed down to these very beautiful, elegant, and simple equations. That's the natural law. And when I compared the Andean tradition to other traditions, precisely because of what Hans Martin just said, they didn't have a written language, so they had to keep things really tight and foundational and elemental, that other traditions like Buddhism had hundreds of books and three schools and just layers upon layers of almost a theology, of a philosophy. And so many other traditions had that, pantheons of gods and goddesses, complex rituals. But the Andean tradition didn't. The Andean tradition to me was like that E equals MC squared, F equals MA. It got to the heart of the art and the science of energy dynamics. I believe the Pakos were scientists of awareness, of perception, and they were able to perceive the natural laws the same way that a scientist was able to perceive natural laws through an intellectual, a mathematical, or a technological inquiry. So, sie wollte gerne noch ein bisschen an diesen Gedanken weiter ausbauen, den sie da hat, was die Wissenschaftler und die spirituelle Welt betrifft. Also sie hat immer vor Augen, dass die zum Beispiel ein Physiker oder mehrere Physiker, die an einem neuen Naturgesetz arbeiten und das entdecken und herausfinden. Die arbeiten viel und haben im Hintergrund, sieht sie immer so ein riesengroßes, eine große Tafel, an der ganz viele Gleichungen über Gleichungen aufgeschrieben sind, um die Herleitung zu machen. Und sie sagt, und dann irgendwann stoßen diese Wissenschaftler auf das Naturgesetz und sie können es, dann fällt das alles, diese vielen Gleichungen von der großen Tafel, die fallen so zusammen in eine ganz simple, einfache, wunderschöne Gleichung, wie zum Beispiel E gleich M mal C Quadrat. Und das ist für sie diese Schönheit daran und das ist für sie das Gleiche wie in der Andinen-Tradition ein Tawantin. Also sehr elegant, sehr einfach und sehr schön, sagt sie ja. Wie, und so ist ein Naturgesetz für sie. Natürlich sind nicht alle Naturgesetze so kurz, aber das kommt am Ende dabei raus, wenn man viele Dinge eruiert und erarbeitet. Und so sieht sie das in der Andinen-Tradition und auch was Hans Martin vorhin sagte, das hatte ich gar nicht übersetzt, er sagte ja, die Inkas haben ja nie die Schrift entwickelt. Und das ist auf der einen Seite vielleicht ein Nachteil, aber auch ein großer Vorteil, sagt Joan jetzt, weil sie durch die nicht vorhandene Schrift mussten sie alles, was wichtig war und weitergegeben wurde, sehr klar und kurz und knapp halten und damit eigentlich zu dem Kern der Sache vordringen und nur das wurde weitergegeben. Sie sprach von anderen Religionen, die Schrift hatten und wo so viel niedergeschrieben wurde und festgehalten wurde, wo auch plötzlich ganze Pantheons voll waren mit Göttern oder viele Schriften darüber und es einfach sehr komplexe Rituale gab. Das alles gibt es in der Andinen-Tradition nicht und sie sagt, deswegen glaubt sie, dass die Andinen-Meister einfach die Wissenschaftler der Energiebewegung waren oder der Wahrnehmung der Energie und das so auf das Herzstück zusammenbringen konnten, kondensieren. Aufmerksamkeit heißt auf Englisch Awareness, ich glaube, würdest du das so übersetzen? Ja. Ja, oder Bewusstsein auch. Awareness ist auch Bewusstsein. I was just saying, John, or I was wanting to say, according to what you just said, a couple of days ago, I watched an interview between two people. One is
one has been working or is still working. He comes from the economic side of our life. So he's been working with huge companies, quite a young person. And he met a neuroscientist and he spent a lot of time with him, maybe like you and I did with Juan. So with somebody who knew a lot and he spent a lot of time. So he got like neuroscience and economy like together. And he was holding an interview with a former consultant of McKinsey who left the company and opened a joint venture. And they were talking about the Buddhist practice of awareness and what awareness means. And I followed the interview and I thought, this is beautiful. This is really fantastic. If you two knew how to practice Samin Chakwi, Sawa Chakwi, a lot of what you are talking about, like with your yatcha, with your mind, would come to you simply by practicing these two simple exercises. Yes, and I think that, I think all of the Andean energy dynamics lead us to the same place. I'd like to say that we're not Andean Pacos. So we're going to understand the tradition a little bit different, but definitely maybe use it in a different way. We're not herders. We don't have an agrarian life. And we have a luxury, really, of exploring our own awareness and consciousness. We're not worried about subsistence level. And I have come over the years, I have come to see the absolute power of the Andean tradition as a path of the evolution of our human consciousness. And that's how I use it in my own life, and that's how I teach it. That's like the wineskin through which I pour the wine of the tradition. There's many other ways to emphasize things in the tradition, but that's the way I see it, as a path of conscious evolution. What does that mean? That means being the most glorious human being you can be, expressing the fullness of yourself. That sounds like rose-colored glasses. But it's a liberation of ourselves to ourselves. And what's more important than that? And a liberation of our offering ourselves to the world. And so I see almost all the energy dynamics as this sense, as this harmony of science and artistry. So, well, I'll let Elke translate that and then I'll give you an example. Okay, thank you. Hans-Martin, du hattest vorher über einen Neurologen gesprochen und jemanden, der aus der Wirtschaft bei ihm gelernt hatte. Ja? Es ging um ein Interview zwischen zwei Menschen. Einer kam von der Unternehmerseite und hatte noch Neurowissenschaften gelernt. Und der andere kam von McKinsey und die beiden unterhielten sich über Achtsamkeit. Und ich hörte da aufmerksam zu und ich fand das Interview und das Gespräch total spannend. Und ich dachte mir nur, wüsstet ihr doch von diesen einfachen Grundtechniken wie Samin Chakwi und Saiwa Chakwi, da würde das Ganze so viel erlebbarer und spürbarer werden. Okay, und das, was dann Joan sagte, war, dass sie also auch so sieht, dass diese Energiedynamik, so nennt sie das, oder die Dynamik der Energien immer zu dem gleichen Ort führt eigentlich. Und wir haben den Vorteil, dass wir, oder den Luxus, dass wir dieses Wissen erlernen können aus einer anderen Position heraus. Also wir sind keine Bauern, die auf dem Feld arbeiten, aber trotzdem können wir diese Essenz von dem, was die Menschen in den Anden, wir sind auch nicht Andinen, wir kommen nicht aus, viele der Pacos kommen nicht aus den Anden. Und wir können, trotzdem haben wir den Luxus, dass wir diese Weisheit erlernen können von dem. Ja? Und sie findet eigentlich an diesem Pfad der Inka-Tradition so schön, dass es ein Pfad des menschlichen Bewusstseins
Menschwerdung ist oder der Evolution, der Entwicklung des menschlichen Bewusstseins. Und es ist ein Pfad zu dir selbst. Und es ist, wie sagt sie, eine Befreiung deines Selbst. Denn du bist auf dem Weg dazu, die höchst erfüllte Person zu werden, die in dir steckt. Also das höchste Niveau kannst du erreichen von dem, was in dir ist. Und ist es nicht eine schöne Idee, dass wir uns selbst der Welt darbieten, ja, anbieten. Mm-hmm. Ja. There's a quotation from a physicist that I think applies here. I can't remember if it's Paul Dirac or Werner Heisenberg, but he said, we can only know nature through our method of questioning. Okay. In the Andean tradition, we can only know energy, we can only know relationships, we can only know nature through the state of our own energy, our own conscious awareness. And so those practices that Hans Martin just mentioned, Saman Chakwe, Saiwa Chakwe, Huchimikwe, are fundamental because they help us keep ourselves as Sami-filled as possible. I want to go in like five different directions here. The mastery of energy for me is to be a perfect absorber of Sami and a perfect radiator of Sami. That's a sixth level consciousness. You're not blocking anything, okay? Most of us are not that. We are slowing down some Sami. We call it hucha. Hucha is not bad or dirty or contaminating. It's just slowed Sami, okay? So we have these practices to improve our ability to be perfect absorbers and radiators, to let everything flow through us, to be able to taste all the flavors of energy in the universe. And I see all the energy dynamics. Sorry, my eye is like watering like crazy here. I see all the energy dynamics that way, and I see a lot of Tawantins. For instance, from my point of view, there are really only four energy dynamics you have to cultivate an awareness of and master your relational dynamics with. And you have mastered all of the various kinds of energy exchanges you can have. And that would be those four, which form a Tawantin for me, are energy for you is either compatible or incompatible, Macintan or Yanantan. And it's not universal. It's relational. It's perceptual. It's in relation to the state of your own energy body. Okay. So obviously we want to do those foundational practices, our everyday practice, Saman Chakwe. But I like to kind of emphasize how all of the energy dynamics are a pathway to greater awareness and to cultivating the coherence of your energy body so that you can step up the conscious patanyan, the stairway of the seven levels of consciousness. Mm-hmm. Okay. So Joan hat von einem erinnert sich an ein Zitat von einem bekannten Physiker. Sie weiß nicht mehr, ob es Werner Heisenberg war oder Paul Dirac. Weiß nicht genau den Namen. Und er sagte einmal, dass wir die Natur nur verstehen können als Wissenschaftler durch die Art unserer eigenen Fragen. Und das überträgt Joan auf die andine Tradition und sagt, wir können nur die Energiedynamik wahrnehmen durch unsere eigene Energie. Also wir können uns nur in Beziehung zu etwas setzen auf unsere eigene Art und Weise und jeder hat eine andere.
Und der Pfad, den wir begehen, das ist eigentlich der Wunsch danach, ein perfekter, also die Energie perfekt zu beherrschen und damit zu einem absoluten Verteiler von leichter Energie zu werden in unserer Welt. Jetzt sind wir alle noch nicht so weit. Das wäre nämlich die sechste Stufe in der auf dem Entwicklungspfad. Und wir sind noch nicht so weit, weil dann wäre alles nur Sami. Dann wäre wirklich, würden wir nur Sami und leichte Energie, Sami ist leichte Energie, ausstrahlen. Aber wir selbst sind im Moment noch so, wir verlangsamen die Energie an der einen oder anderen Stelle und so produzieren wir Hucha, schwere Energie. Das ist aber keine Vergiftung oder etwas Böses, sondern das ist einfach die Energie, die gar nicht so schnell mehr fließt. Und wir wollen aber dahin kommen, dass wir also diese perfekte, dass wir möglichst viel Sami um uns herum haben, möglichst viel leichte Energie, um die gesamte, den ganzen Geschmack des Universums, das hat sie so schön formuliert, auch wahrnehmen zu können. Ja. Und aus ihrer Sicht gibt es nur vier Energiedynamiken, die wichtig sind. Und die sind für sie ergeben sie einen Tawantin und sie sind auch immer wieder in Bezug relativ von uns selbst zu sehen. Also es gibt Energien, die sind entweder kompatibel, passend zu dir und zu deiner eigenen oder eben nicht. Und das eine ist eine Masintin-Verbindung und das andere ist eine Janantin-Verbindung. Und so helfen uns also diese Übungen, von denen immer gesprochen wurde, die Grundübungen, Samin Chakri, Saiwat Chakri, Hucha Michui, das sind so die Basisübungen, die wir regelmäßig und täglich tun sollten und praktizieren sollten, um immer mehr leichte Energie zu produzieren. Aber auch alle anderen Techniken, die wir lernen auf diesem Pfad, sind dafür da, unsere Fähigkeiten zu verbessern und unsere Beziehungen dadurch auch zu verbessern. Wenn wir in diesem Kontext Quechua-Namen verwenden, die ihr vielleicht nicht kennt, grämt euch nicht. Ihr werdet trotzdem den Sinn dessen, was Joan oder ich sagen, verstehen. Wenn ihr irgendwann mal einsteigen wollt in den Kurs, werdet ihr es deutlich verstehen. Ein Tawantin ist die Harmonisierung von vier Faktoren auf einer ganz, ganz tiefen Ebene. Und Masintin und Janantin bedeutet nur, Energien sind gleich oder unterschiedlich. So I was just adding, Joan, if any of the people here listening tonight may not understand one or the other Quechua term, don't worry, you will still get what Joan and I, what we are saying. I will try better to define them. Yeah, but Joan, see, this is, of course, it will be, that's great, of course. But I just want to tell people, you know, don't get tangled up in trying to understand and don't get annoyed. The thing is very simple. If you do a workshop with Joan, with Juan, with Ivan, if you do a workshop here in Germany, you will learn all these Quechua terms. So Tawantin simply means a deep harmonization, integration of four factors. And Janantin and Masintin simply means that energies are like the same or different. That is what they basically mean. But yes, we tend to use Quechua terms, I know. I'll be better about defining them. Okay. Mm-hmm. Would you like to go ahead in that thought along the four? The energy dynamics. Mm-hmm. Yeah, okay. So, you know, I mentioned the term the conscious Patanjan. Yeah. This is the pathway, the stairway of the seven levels of consciousness. And my assumption, perhaps incorrect, is that most people have taken some of the training. And so I don't really want to get into all of the seven levels. But they go from, we start at the zero level and we go to the seventh level. And I'll say that most of the world, the consciousness, this level of awareness doesn't apply only to human beings. An organization can be at a certain level of consciousness and its expression of the characteristics of that level of consciousness. A community can be, a nation can be, the world at large can be. So we would say that right now, most of the world is at the third level,
Now, there are very, I don't want to use the word positive and negative, but there are more life-affirming expressions of each level and perhaps life neglecting levels. Okay, there are levels that lift you and there are levels that make you feel heavier. Okay, so each level has this complexity to it. Okay, they're not really hierarchical, but it's a level of refinement. And most of the world is at the third level right now. This is the level, the easiest way to define this. Well, in its life-affirming ways, in its life-affirming characteristics, the third level would be that you have attained a certain level of self-awareness, that you have a level of autonomy. You've spent some time getting to know yourself. And you see yourself with a certain level of, in a realistic way. You see that you have some wounds. You see you have some traumas. You see you have some heaviness. And you also see that you have gifts and love and joy and more Sami or light characteristics. Okay. So there's all these kinds of positive expressions of the third level. You're beginning to take responsibility for yourself. So you'll use Sam and Chakwi to deal with the heavier expressions of yourself. You'll be aware of your energy dynamics. So you'll become more sensitized to how your own words, thoughts, actions might be hucha inducing or making a relationship or an interaction heavy. So it's responsibility. And a third level person has a great deal of a sense of self and is taking personal responsibility. The less affirmative aspects of the third level would be, I guess the easiest way to describe it would be to be oppositional and duality minded. Mm-hmm. At one extreme, well, you finally have arrived at a belief from all of your experience and thoughts and knowledge. You've arrived at a belief about the world. The heaviness of that is when you are duality minded and say, ah, I'm right and you're wrong. Or my group is a good group and your group is a bad group. That kind of thing. Everything's your fault. Those kinds of things. So it's a lot of projection. It's a lot of constriction of possibilities. So that's some. It's much, much more complex than that. But that's some idea of what the third level is. I'll let Elke translate that before I talk about the fourth level. Right. So, und jetzt hat ja die Joan über den Kanchis Patanjan gesprochen. Das ist der Pfad der sieben Stufen, den die Inka-Tradition jedem Menschen anbietet und darlegt und erklärt. Und sie möchte gerne heute über diesen Pfad noch mit uns sprechen. Und sie möchte allerdings, sieben Stufen hat er, beziehungsweise er fängt bei der Nullten an und geht bis zur siebten Stufe hoch. Und sie möchte jetzt nicht jede einzelne durchgehen, aber sie möchte ein paar davon ansprechen. Und so kann man auch sagen, dass zum Beispiel nicht nur Menschen, es ist nicht nur ein Pfad für Menschen, sondern diese Pfade oder diese Ebenen, die es da gibt, die sind auch, die kann man auch anwenden auf eine Gruppe von Menschen oder Organisationen oder Firmen oder Gemeinden oder Länder oder wie auch immer, sogar die ganze Welt. Und die ganze Welt wird heute so angesehen, oder sie ist heute größtenteils, die Mehrheit der Welt ist auf der dritten Ebene. Und deswegen hat sie jetzt noch ein bisschen über die dritte Ebene gesprochen. Und es gibt, an der dritten Ebene gibt es einige sehr schöne Aspekte und andere Aspekte, die vielleicht nicht ganz so nur schön sind. Und sie hat den Terminus lebensbejahend oder lebensbestärkend
genommen und halt das Gegenteil davon, also nicht so lebensbestärkend, sagen wir es mal so. Und was also ist auf der dritten Ebene, da bist du als Mensch in einer gewissen Realität angekommen. Also du hast erkannt, dass du eine gewisse Verantwortung hast und du übernimmst auch diese Verantwortung und du hast schon sehr viel gelernt. Du bist also, das sind, jetzt sprechen wir eher über die befürwortenden Aspekte dieser Ebene. Du hast sehr viel gelernt, du hast vieles verstanden und du hast auch begriffen, dass du auch zum Teil dass du selber schwere Energie produzierst zum Beispiel oder dass du selber auch andere Menschen verletzen kannst. Aber du übernimmst auch Verantwortung dafür. Und du verstehst auch, dass du Traumata haben kannst. Und so, du hast also gewisse Schwere in dir, aber du hast auch sehr viel Freude und sehr viel Leichtigkeit in dir, dass du auch weitergibst und lebst. Und dann für die Seite, die nicht ganz so bestärkend ist, kann man sagen, dass wir in der dritten Ebene vielleicht oppositionell agieren und in einer Welt, also die Welt im Dualismus sehen. Also wir sehen eigentlich immer nur zwei Seiten von der Welt. Wir sehen die eine und die andere und es gibt entweder oder. Und als extrem, im Extremfall kann man sagen, man ist nun so weit gewachsen, dass man einen gewissen Glauben erreicht hat oder ein Wissen erreicht hat, aber man hat das Gefühl, dass das der einzig wahre Weg ist und nur der richtige Glaube. Oder man kann sogar zu einem Zustand kommen, wo man sagt, meine Gruppe, in der ich mich befinde, die ist richtig und deine Gruppe, in der du bist, die ist falsch. Und so sind wir, oder man sagt dann auch Sätze wie, das ist alles dein Fehler. Das heißt, man projiziert auch noch so einiges und man ist auch sehr beschränkt. Okay. Because the world is mostly third level, let me talk a little bit more about that right now and its various manifestations, in both its lighter and heavier manifestations. Because we're seeing a very interesting dynamic now between the struggle, from my point of view, the struggle for the lifting the world from the third to the fourth level. But let's look at the third level a little bit more. So the third level is maybe an over-reliance on certainty. I know the one true God. And it's oppositional. I have the one true God, you don't. And it's a little bit self-righteous. I have the one true God, I have to save your soul. Okay? Mm-hmm. We see this in all kinds of manifestations. We see it with COVID, with the novel coronavirus right now. And we see incredible expressions of people, you know, you're under lockdown and you see, you know, Italians out on their balcony singing every night. And in New York City, you have everybody coming out on the street, banging pots and pans to honor the healthcare workers. So we have this community coming together, this wellspring of connection that wasn't there before. And we also have people saying, I'm not wearing a mask. You can't force me to wear a mask. And it's self, self, self. Okay, that's some of the manifestations. We have a lot of issues in politics with, especially with nationalism. It's perfectly normal to take pride in your country, in the history and the accomplishments of your culture, the gifts of your culture, the specialness of your culture. Take pride in your flag. But then in the heavier aspects of the third level, it's don't cross my border. You're going to take my job. Don't help those fleeing refugees, because there might be terrorists among them, you know. So we see this oppositional, confrontational, and self-righteous manifestations of the third level. That's just kind of a generalization. Mm-hmm.
But we also see an awakening, like in the United States right now, to our national shadow wound, which is racism, systemic inherent racism, as a consequence of our history. And we have faced this shadow over and over and over throughout the centuries, the short centuries of our young country. But we have never faced it like we're facing it now, when all kinds of people, from the left and the right, people of color, white, black, brown, all marching together peacefully in the streets, taking down monuments that to certain white groups represent strength and the right to bear arms, but not understanding that those same monuments have a different story for a different group of people. For people of color, those monuments are saying, you're less than, I'm gonna subjugate you. And we're bringing this to our consciousness right now, and this is the alchemy at the third level right now. Yeah. Very nice. Okay, so also sie, die Joan hat jetzt nochmal gesagt, lasst uns noch ein kleines bisschen bei der dritten Ebene bleiben, weil die Aussage ja ist, dass der Großteil der Welt sich heute auf der dritten Ebene befindet. Und deswegen ist es schon noch interessant, sich das nochmal genau anzugucken. Also wir sind natürlich alle auf dem Weg in die vierte Ebene. Und haben aber auch noch so einige Hürden zu überwinden, um dahin zu kommen. Ja? Und einige dieser Hürden sind das, was der Aspekt der dritten Ebene mit sich bringt. Das ist vielleicht, sagte sie, eine gewisse Selbstgerechtheit oder auch ein übermäßiges Vertrauen der eigenen Selbstsicherheit oder der eigenen Erkenntnis. Das sagt sie, das hat man jetzt auch zum Beispiel gesehen, oder man sieht diese verschiedenen Aspekte der dritten Ebene, sowohl in Italien, in der Corona-Krise. Und da hat sie gesagt, so zum Beispiel in Italien, die Menschen standen auf dem Balkon und haben zusammen gesungen. Oder in New York sind die Menschen mit Töpfen und Pfannen auf die Straße gegangen und haben draufgeschlagen, um Danke zu sagen an alle Hilfskräfte. Und dann gibt es aber gleichermaßen Menschen, die das alles mitmachen und dann aber an anderer Stelle sagen, und ich ziehe keine Maske auf, das gefällt mir nicht. Und die dann nur sich sehen darin und dadurch sehr egoistisch werden eigentlich. Man sieht es aber auch oft bei Politikern zum Beispiel, die sich speziell mit der Politik des Landes beschäftigen oder für ein Land stehen. Man ist dann sehr stolz oder man ist sehr froh und legt sehr viel Wert auf die eigene Kultur, auf das eigene Land, auf alles das, was man erreicht hat. Aber dann gibt es die Kehrseite davon zu sagen, du darfst jetzt aber nicht die Grenze zu uns überschreiten, du darfst nicht über unsere Grenze kommen, weil du nimmst uns die Jobs weg. Oder die sagen, dass bei den Flüchtlingen viele Terroristen dabei sind und die Flüchtlinge bringen uns Terrorismus ins Land. Das heißt, es ist da eine große Selbstgerechtheit dabei, aber auch eine sehr große eine Erwachen, eine Erkenntnis, die man auf der dritten Ebene bekommt. Und so nennt sie zum Beispiel, was gerade in den USA begann, mit dem Rassismus und mit dem Aufdecken und dem Erkennen der ganzen Nation, dass dieses Problem des Rassismus seit Jahrhunderten eigentlich immer wieder vertuscht wurde, verdeckt wurde und nicht aufgedeckt wurde. Und jetzt ist es an der Zeit, wo es aufgedeckt wird. Und das ist auch ein großer Schritt, den uns auch die dritte Ebene bringt, an Erkenntnis und um da hinzuschauen und das zu anzunehmen, was da ist. Und das ist eigentlich die schöne Seite auch von dieser Ebene. The fourth level is, at the third level, you're really beginning to do your own work and you're taking a deeper dive into your own work. And so you're beginning to take back your projections.
You're beginning to release the energy of your triggers, to use some psychological terms. At the fourth level, it's not that you still don't have lots of issues. It's that you have more fully taken back your projections, released those triggers. It's a place, I would use a Buddhist term, it's a place of deeper equanimity. It's, I'm okay, you're okay. I still have my opinions. I still have my beliefs. I might still be an activist for a cause. But your cause is okay for you. And I'm not going to interfere with that. Your sense of self is your sense of self. I'm not going to try to change you. So it's a place of, I'm okay, you're okay. I don't need to impose. I take back my projections. I allow you, when I take back a projection, I allow you to be who you are and myself to be who I am, instead of making you into who I think you should be, okay? It's a place of, rather than the third level's more a place of competition, the fourth level's seeking cooperation. The third level's more a place of where you bring your awareness. You notice differences. At the fourth level, you shifted your awareness and you're noticing commonalities. That below this beautiful clothing we wear of beliefs and practices, and we're all human beings. Okay, so it's that kind of a dynamic. And I see what's going on in the world as a kind of a battle between the third and our impulses to the third level and our aspirations to the fourth level. If the fourth level is connectivity, cooperation. We as a world, as a global family, have expressed certain aspects of ourselves at the fourth level already. For instance, money, finances, it's global. If you want to see fourth level, it's really not my currency and your currency. It's just electronic pulses that can go through time and space. It has a very fourth level quality to it. At the level of travel, I'm unconstrained in travel if I have the money to get on to have a car, get on a train, take a bus, or fly. I'm no longer constrained by space. In our communication, neither space again is not constraining me. I can speak to, I'm speaking to all of you through cyberspace right now. And we're together as a community through cyberspace. So our communications are kind of taken us to the fourth level. But there are other places where we're struggling to lift ourselves to the fourth level. And we make two steps forward and then take a step back. And that step back can be very dramatic. So we have a sense of a world community. You have the European Union, which is under a lot of stress right now, but still you have, that's kind of a fourth level energy. You can travel freely across national borders. Okay. We haven't got that sensibility in the United States. Okay. But as we move that way, the people at the fourth level don't want to see change. There's a dramatic energetic backlash. And so we've seen the rise of almost radical nationalism. And borders become so important. Skin color becomes so important. You know, those kinds of things. So we're at a struggle. We're kind of between two steps right now.
And I see the COVID-19 as a fourth level event. It's the first global event in my lifetime. We've had natural disasters and terrorist attacks and beautiful festivals and positive and negative things that have affected a great swath of an area, but not the whole world. Now we are facing something together as physical, biological human beings. And what happens, you know, the butterfly wing that flaps in China affects Don Juan in Peru and me in the United States and you in Germany. That's a very fourth level energy. But we're seeing the responses to it. Can we rise to the occasion? And I see that all of these strategies are struggles between a third level response and a fourth level response. There's a lot of fourth level response. Supplies being sent back and forth. Wishes of love and wellness being sent by people around the world. The feeling of connection with everyone. You know, doctors and nurses and scientists getting together to develop a vaccine together. To share information. This is a very fourth level energy. You know, so anyway, I use that to illustrate how the third and the fourth level both have their light and their heavy aspects. I'll speak about what I see as a little bit of a heaviness to the fourth level after Elke translates. Okay. So jetzt sagt sie, sind wir nach der dritten Ebene, schauen wir doch mal auf die vierte Ebene. Und zwar ist es so, dass du bei der vierten Ebene, auf der vierten Ebene hast du einiges mehr an Verständnis und hast neue Dinge gelernt. Aber auch die vierte Ebene hat einige Seiten, die vielleicht nicht ganz so angenehm sind. Ja? Also was passiert jetzt als erstes mal auf der vierten Ebene? Du hast immer noch viele eigene Themen und Probleme, an denen du arbeiten musst. Du betrachtest sie vielleicht jetzt mehr aus einer Gleichwertigkeit heraus, wenn du mit anderen Menschen zu tun hast. Also du sagst, ich habe hier eine Meinung zu etwas und ich sehe aber auch, dass deine Meinung anders sein kann. Und das ist völlig in Ordnung. Jeder von uns hat eine Meinung und kann sie haben und soll sie haben. Ich erlaube mir und dir unterschiedlicher Meinung zu sein und nicht das zu denken oder die Meinung zu haben, die ich denke, du haben solltest, sondern ich nehme einfach an, dass du eine andere hast. Die vierte Ebene, da geht es viel um Kooperation, während es in der dritten Ebene um Wettbewerb geht. Also in der dritten Ebene eher gegeneinander, in der vierten Ebene eher miteinander. In der dritten Ebene sieht man eher die Unterschiede zwischen Dingen und in der vierten Ebene sieht man das, was gleich ist, die Gemeinsamkeiten. Und eine Gemeinsamkeit zum Beispiel, also geht dann bis hin zu der Erkenntnis, dass wir alle Menschen sind und dass wir alle auf der Welt gleich sind. Und damit ist auch der Aspekt der vierten Ebene genannt, der immer global alles sieht, also der global agiert. Und wir sind eine globale Familie. Ja, wir haben auch schon in einigen Aspekten unseres Lebens die vierte Ebene erreicht. Also sie hat als Beispiel genannt das Geld. Also die Geldwirtschaft ist etwas, was global funktioniert und was auf der globalen Ebene fließt. Reisen. Wir alle sind inzwischen in der Lage, in jedes Land der Welt zu reisen, wann immer wir wollen. Es gibt dort keine Einschränkungen mehr. Oder auch die Kommunikation, so etwas, was wir jetzt heute tun, dass die Joan hier einen Vortrag halten kann mit Menschen aus Europa oder auch noch aus anderen Teilen der Welt. Das ist alles möglich durch das Internet. Aber es ist auch so, dass wir ja als Welt noch nicht auf der vierten Ebene insgesamt sind, sondern nur Teilaspekte. Oder wir sind teilweise
stolpern wir oder straucheln wir auf dem Weg in die vierte Ebene. Und manchmal fallen wir auch wieder zurück. Manchmal haben wir einen Schritt vorgemacht und dann machen wir einen wieder zurück. Und der Schritt zurück ist manchmal auch sehr schmerzhaft. Als Beispiel nennt sie die EU, die eine vierte Ebene Institution oder Gemeinschaft ist, weil mehrere Länder sich zusammentun und gemeinsam agieren und wir eine Reisefreiheit haben innerhalb Europas über Ländergrenzen hinweg, was es sonst selten gibt auf der Welt. Aber gleichzeitig haben wir diesen Schritt zurück und es kommen an vielen Ecken kommen nationale Strömungen, kommen sehr starke radikale Strömungen hervor und Menschen hervor, die wieder für Grenzen sind, die Grenzen einhalten wollen und aufsetzen wollen. Oder für die es wichtig ist, der eine, welche Hautfarbe ein Mensch hat. Plötzlich ist es wieder ein Unterschied. Und dann sagt sie, zum Beispiel Corona ist für sie das erste vierte Ebene Event, das stattfindet oder die Sache, die auf der vierten Ebene ist, weil es ist etwas absolut Globales. Es betrifft alle Menschen auf der Welt, egal in welchem Land, welche Hautfarbe und welche Sprache sie sprechen. Und da ist China plötzlich genauso nah zu Deutschland, Amerika wie die eigenen Nachbarn. Und die Antworten oder die Strategien, die wir haben für die vierte und die dritte Ebene, also das ist einfach das, wo wir straucheln auf dem Weg in die vierte Ebene mit den Strategien. Also es gibt genauso viele Menschen, die ihre Liebe teilen, ihre guten Wünsche mit anderen teilen, die anderen helfen und sie unterstützen. Menschen, die sich verbunden fühlen mit allen anderen, die Informationen teilen. Und dann gibt es aber auch die andere Seite dieser Ebene. Und zu der zweiten Seite, der vierten Ebene, wird sie jetzt kommen. Zu der schweren oder schwierigen Seite, ne? Schwereren Seite, ja. I am so sorry, Elke. I'll try to stop sooner. That was heroic, what you just did. Thank you. That's okay, thank you. I'd like to say one more thing about the fourth level. This is from my personal experience. It's not anything I've heard in the training, although I've talked with Don Juan about it. I feel like I got a taste and reached the fourth level about four or five years ago, after 25 or plus years on this path. And it was not a comfortable place to be. We can't wear rose-colored glasses. This isn't about, you know, pink ribbons and butterflies. When I had worked so hard to get there, when I got there, it was uncomfortable. And it took me a long time to see the reason I was uncomfortable was it was so unfamiliar. We're so deeply familiar with the third level. And we aspire to the fourth, and when we get there, we can have some issues. Okay. For me, it was, oh, okay, I'm okay, you're okay. I realized I had taken back a lot of projections. Hardly anything triggered me anymore. And one of the ways I'd express myself when everything was okay, just the way it was there was this reaction in myself was, oh my God, I can't feel anymore. All the charge of my emotions had been drained, and it was uncomfortable and a little bit frightening. Am I so detached from life? I can't feel anymore. I have no passion. It took a long time to get comfortable and understand what equanimity was. And it's a beautiful place to be. But I just really, I mean, I try to be a realist. Mm-hmm. And it is an unfamiliar place for most of us. Uh-huh. Okay, sie möchte jetzt noch ein bisschen über die vierte Ebene sprechen, nämlich etwas, was sie aus ihrer persönlichen Erfahrung heraus gelernt hat über die vierte Ebene, dass auch die vierte Ebene ein Ort sein kann, der nicht immer nur schön und wundervoll ist.
Also sie hat aus ihrer Sicht vor circa 5 Jahren diese vierte Ebene für sich gefunden und erreicht. Und sie sagt, sie hat sich gar nicht so schön und so komfortabel dort gefühlt plötzlich in dieser anderen Welt. Für sie war es schon eine große andere Welt. Und sie hatte vorher immer diesen Wunsch, dahin zu kommen und das zu erreichen. Und das war für sie so ein Traum, der mit einer rosa Brille und Funken und Glitzer versehen war. Und als es dann plötzlich soweit war, also sie wollte unbedingt dahin und dann war sie dort und dann fühlte sie sich erstmal gar nicht wohl. Und dann hat sie sich gefragt, was ist das? Warum fühle ich mich hier nicht wohl? Und sie sagt, das war für sie wie ein Verlust der Emotionen, der Gefühle. Denn wenn du in einem Ort bist, wo alles okay ist, also deine eigene Meinung, die der anderen, alle Menschen um dich herum sind okay, und sie hat wirklich sehr, sehr viele ihrer Projektionen zurückgenommen und nichts mehr geurteilt über andere, da hat sie aber gleichzeitig mit dem Loslassen von den alten Dingen hat sie das Gefühl gehabt, sie hat keine Emotionen mehr, dass sie nichts mehr spürt. Da ist gar nicht mehr die Leidenschaft daran. Und sie sagt, sie hat eine lange, lange Zeit gebraucht, um zu diesem Zustand der Equanimity, sagt sie immer, der Gleichwertigkeit kommt. Also wo alle Menschen gleichwertig sind. Und das ist ein wunderschöner Ort, sagt sie inzwischen. Aber am Anfang war es für sie sehr unschön dort. Und es hat eine lange Zeit gedauert, bis sie diesen Ort als schön ansehen konnte. Und sie betont es nur nochmal, weil sie sagt, sie ist ein Realist und sie versucht auch immer, die Dinge realistisch zu betrachten. One of the kind of quick ways to observe yourself as you work the third and the fourth level. And you kind of bounce back and forth for a long time. And one of the reasons I think it can be a little uncomfortable or a lot uncomfortable is that the third level is very reactive. Impulse, emotion, projections, triggers, reaction. Almost without thinking, you're reacting. The fourth level, when you're free of that, is suddenly a place of absolute personal responsibility because everything becomes a choice. It's full responsibility. You're no longer just reacting, and you have the space to sit, to think about what your response is going to be. And I'll let Elke translate that, and then I want to talk a little bit about those two ways of seeing the world, if we have time. Also sie sagte zu der vierten Ebene, dass es gibt einen Trick oder einen Tipp für eine sehr eine kurze Betrachtung deiner selbst, wie du dich selbst reflektieren kannst, was da passiert bei dir, wenn du zwischen der vierten und der dritten und der vierten Ebene hin und her gehst. Ja. Die dritte Ebene, die ist sehr reaktiv. Da sind Impulse, Triebe wichtig, da sind Emotionen vorhanden, da sind jede Menge Projektionen und du reagierst auf eine Projektion direkt intuitiv, ohne nachzudenken. Das ist eine direkte Reaktion, die erfolgt. Ja. Und in der vierten Ebene bist du eigentlich in einer Welt angekommen, die eine absolute persönliche Verantwortlichkeit mit sich bringt. Du bist in einem Zustand, in dem du für alles verantwortlich bist, was passiert. Alles ist deine eigene Wahl, ist deine eigene Entscheidung. Und du reagierst nicht mehr auf etwas, sondern du entscheidest und du agierst. Joan, as the timekeeper here, do you think, when talking about the third and the fourth level, you think 10 minutes would be okay to take a look at that? 10 minutes more? 10 minutes to... Do you think it would be fine for you to use 10 more minutes to reflect on the third and the fourth level? I could certainly do that. I
have a preference, though, if I may. Of course, sure. Because, and this might take 10 minutes, because I also see another conscious Pachanyan I'd like to talk about. And this is not the way Don Juan has described it, but I see it as another stairway of seven steps. And it's a conscious Pachanyan for me in terms of our relational energy, which is so crucial for our humanness. We're relational creatures, and I think crucial for the world right now. So wow. I'd like to just briefly talk about that. This is just from my own thinking, okay? Not something that Paco's taught in this way. So the seven levels of the relational conscious Pachanyan for me are, and these are all Quechua terms, okay? I'll explain them, and I'll go through this as briefly as I can. Tinkwi, Tupai, Take, Munai, Aini, Masintin Yanantin, Tawantin. Seven levels, and it's all about relational energy. So I should say that in the anthropological literature, the first two, Tinkwi and Tupai, are often just called Tinkwi. Mm-hmm. So I'll go through the first two steps and then let Elke translate. So Tinkwi is, we have an energy bubble, a pokpo, an energy bubble. And we're always touching any energy bubbles, constantly. Everything has an energy bubble. That's Tinkwi, energy touching energy, whether you're conscious of it or not. But that they're quick most of the time, right? So you're walking down the street and everybody that's passing you, you're touching energies, but you're not bringing your attention to it, your awareness to it. So it's just an energetic touch and it probably doesn't have much meaning for you, okay? But then we go to Tupai. Tupai is when you do bring your attention to it. So you're introduced to a person. Your energy bubbles touch the Tinkwi, and then you begin an interaction. You bring your awareness to the relationship, as new as it is. And inevitably, you start, because the ego is made to categorize, name, and judge, you start doing that. Oh, they are, or they look like such an open and warm person. Or, oh, they're a shrinking violet. They're very timid. Oh, they're dressed so fine. I bet they have money. Or, oh my gosh, doesn't he care about his appearance? You start making all of these just judgments from visuals, from facial expressions, from body language, okay? And then as you begin talking, more and more judgments. So Tupai is sometimes seen as the confrontation, the battle. I would just call it, the duality, the me versus them, the differences, okay? So I'll let Elke discuss that first. Okay, good. Also, die John sagt, sie hat noch einen zweiten Pfad der sieben Stufen. Kanchis Pachanyan ist der Pfad der sieben Stufen. Und darüber haben wir vorhin bisher immer gesprochen, über die dritte, vierte Ebene. Und sie sagt, sie möchte, anstatt jetzt noch weiter über die vierte Ebene zu sprechen, möchte sie eigentlich lieber über den zweiten Pfad der sieben Stufen sprechen, den sie gesehen und erkannt hat. Und das ist ein relational, einer, der mit Beziehungen zu tun hat. Die sieben Stufen der Beziehungen von Menschen. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist, weil Beziehungen sind für uns Menschen sehr, sehr wichtig. Ohne Beziehungen können wir nicht leben. Und auch die ganze Welt kann nicht ohne Beziehungen sein. Und deswegen hat sie ihre Idee oder ihre Erkenntnisse über Beziehungen in einen, so einen Pfad gebracht oder hat erkannt, dass es ein Pfad ist. Und es gibt sieben Stufen. Sie hat sie aufgezählt. Das sind alles Quechua-Begriffe, die
die eine gewisse Bedeutung haben. Und sie sagt, es geht los mit Tinkui, dann Tupai, dann Take, dann Munai, dann Aini, dann Masintin, Yanantin und dann Tawantin. Sie hat jetzt über die ersten beiden Stufen gesprochen, Tinkui und Tupai. Und sie sagt, in der Anthropologie werden diese beiden sehr oft miteinander vereint, als eins gesehen. Aber für sie sind es zwei. Sie sagt, es geht um Menschen und Beziehungen. Und die unterste Stufe ist Tinkui. Die beginnt so, dass wir alle eine Energieblase haben und auch alles um uns herum hat Energieblasen. Und wir gehen durch die Welt und treffen auf Energieblasen. Aber es ist immer nur ein kurzes Aufeinandertreffen und wieder weitergehen. Es ist kein Einlassen, sondern es ist wirklich nur, wir treffen, Energie trifft auf Energie, sehr, sehr schnell, ohne Bewusstsein. Die nächste Stufe, Tupai, da geht es darum, dass zwei Menschen sich treffen und sie haben auch diese Berührung der Energieblasen, aber sie gehen einen Schritt weiter, sie interagieren, sie fangen an, miteinander etwas zu tun, sie stellen sich vor miteinander, sie sind sich bewusst dieser Beziehung, die sie haben. Und wenn du anfängst, Menschen zu treffen und sie erstmals kennenzulernen, dann fängst du sofort an, auch zu urteilen. Also du bildest dir einfach ein Urteil über jemanden. Du bekommst einen ersten Eindruck von dem anderen Menschen und fängst sofort an, Rückschlüsse zu ziehen. Du siehst einen Gesichtsausdruck, du siehst die Kleidung, die er trägt und du schließt sofort zurück, oh, das muss ein reicher Mensch sein, der kommt aus einer reichen Familie, oh, der ist vielleicht ein bisschen dies oder ein bisschen jenes. Also wir fangen sofort an, zu urteilen und auch Unterschiede zu sehen. Und das ist die Ebene von Tupai. So if you continue to develop the relationship beyond just this meeting, then you'll potentially enter the stage of take, which means to join, okay? You're actually going to develop some kind of a relationship. And that can be purely transactional. You give me my business card, I give you my business card, you give me your business card, let's do business. It could be, wow, we have a lot in common, can I call you? A little romance might start, or, oh, we have the same likes and you live close to me, let's, you know, you start developing a friendship. So it can be many different things. But at Take, you begin to develop the relationship. Und die nächste Stufe ist Take. Und bei wenn wir jetzt also in dieser Bekanntmachung und in diesem allerersten Kennenlernen weitergehen, wenn wir also die Beziehung vertiefen, dann beginnen wir eigentlich eine richtige Beziehung. Und das kann sein, dass diese Beziehung hat verschiedene Ebenen vielleicht. Also sie kann eine Geschäftsbeziehung sein, weil man feststellt, oh, man ist im gleichen Geschäftsfeld und man kann Handel miteinander treiben. Oder es kann sich eine Freundschaft entwickeln, weil man die gleichen Hobbys oder Interessen hat und man sich darüber austauschen will. Oder es kann sich auch zu einer Liebesbeziehung weiterentwickeln. Und immer dann, wenn wir eine wirkliche Beziehung aufbauen, dann würde sie es Take nennen. Und Take heißt übersetzt verbinden, miteinander verbinden. As you develop the relationship, you can reach the next stage of this relational energy, which would be Munai. You develop affection for the person. Let's say it's a friendship. You develop affection for the person. You move beyond a purely transactional, what can this do for me? And you begin to care about the needs and the desires and of the other person. You begin to see the other person for who they really are. Okay, so you develop this emotional bond. I'm going to try to keep this as brief as I can, so there's a lot more to it, but so as you develop this emotional bond, then you may progress further in this relational energy and reach the level of Aini. And Aini is a deeper joining, as well as a clarity of, not separation, but a clarity of the two-ness of you. You're not who I think you are. I'm seeing you as who you really are.
Aini is the beginning of awareness, the development of awareness. Mm-hmm. And so it becomes a relationship that starts moving beyond the needs of the self. I'll just leave it there for now. Mm-hmm. Und die nächsten beiden Stufen sind, also wenn man von Tacke, von der Verbindung, die man eingeht, weitergeht, dann kommt man in die Phase von Munai. Und Munai ist, wenn man also die Beziehung vertieft, wenn man weiterkommt als nur gleiche Interessen, sondern sich wirklich interessiert, wenn man sich angezogen fühlt von einer anderen Person oder wenn man auch die Bedürfnisse und die, die Wünsche des anderen erkennt und sehen kann und sich dafür interessiert. Das ist dann, wenn man die Person so sieht, die andere Person so sieht, wie sie ist. Man geht eine emotionale Bindung ein. Und wenn man das noch weiter treibt, dann kommt die nächste Stufe und das ist Aini, bezeichnet sie es, wo es darum geht, noch eine tiefere Beziehung einzugehen. Es ist eher eine Art Erkenntnis, sagt sie, und vielleicht auch wieder eine Separation der beiden Menschen und der beiden Personen. Also du bist nicht das, was ich denke, was du bist, sondern ich sehe dich, wie du wirklich bist. Ja. So it's beautiful enough, but maybe rare enough, that we get to a level of having many Aini relationships in our lives. That's an accomplishment in and of itself. But if you keep stepping up this relational conscious patanyan, this stairway, if Aini is awareness, then Masintin and Yanantin is your awareness of the factors within that awareness. So you're aware of similarities and differences. You're aware of points of union and points of divergence. At this level too, you can create hucha, or heaviness for yourself, or you can foster sami. So let's say you're both artists. That's a Masintin. It's a there's a similarity between you. You're both artists. And you can, at the level of this, these factors of awareness, you can take joy and make art together. You can admire each other's art. It's there's no heaviness to it. Or you can say, I'm a better artist than that person. So even at this level, you can kind of, you know, trape us back down the stairs and bring some of these, this tupiness to it, you know. I'm a better artist than you are, right? And then that morphs into a Yanantin. A Yanantin is different, the difference, complementary energies, but different but complementary energies. So you're both artists, and now you have this view that I'm a better artist than you. But, so why the heck is it that you're selling more than I am? And from this Masintin, another Yanantin arises. That, and you can be jealous or envious. That can produce hucha. You don't have to be. You could just acknowledge it as true and be very happy for the other person. Or you can become envious and jealous. There's all these factors, Masintin, Yanantin factors, similarities, differences. And there's ways to harmonize those similarities into what we call a Ranti, the perfect harmonization of your sameness. And then we harmonize the differences, the complementary aspects of each other, into a Hapu, the harmonization of those different factors. So this is the level of the awareness of factors, and then you work the energies, the relational energies of those factors. Mm-hmm. Sie sagt also nach Aini, wir waren jetzt als letztes bei der Beziehung von Aini, die ist ja schon ein sehr großartiger Ort, wenn man das erreicht hat. Und das erreicht man gar nicht so oft. Aber wenn man mal da ist und das sogar noch weiter treibt, dann und noch tiefer in die Beziehung einsteigt, dann geht man sozusagen in das Bewusstsein,
der verschiedenen Faktoren innerhalb einer Beziehung. Also dann sieht man, man wird sich bewusst dessen, dass es eine Dinge gibt, die gleich sind an den beiden und Dinge gibt, die unterschiedlich sind an den beiden. Also man ist zum Beispiel, sind beide jederzeit Künstler oder Schaffende, die leichte Energie und schwere Energie produzieren. Ich glaube, sie sagte, es geht darum, dass du erkennst, dass du mit einer Person auf einer tiefen Ebene Dinge hast, gemeinsam hast oder unterschiedlich hast. Ich sage dir mal das Beispiel von zwei Künstlern. Und wenn du zwei Künstler als Beispiel nimmst, dann können die sich betrachten und können sagen, hey, du bist toll, du bist super Künstler, ich auch. Und sie bereichern sich. Oder du kannst ein Stück wieder hinten runterfallen, bringst diese schwere Energie rein, sagst, und das ist dann der Janantin, dieser unterschiedliche Teil, der dann sagt, aber eigentlich kann ich besser malen als der andere. Aber warum zum Geier verkauft der mehr Bilder als ich? Das heißt, es ist auf einer ganz tiefen Ebene, wenn du schon tief in eine Beziehung mit einem Menschen eingestiegen bist, ist es die Erkenntnis, es gibt Dinge, die teilt ihr auf einer ganz, ganz tiefen Ebene. Das heißt, das sind wir gleich. Aber es gibt auch Unterschiede. Und diese Wahrnehmung auch von Unterschieden kann dazu führen, dass es uns wieder so ein Stück rausbringt. Okay. Und dann am Ende soll man aber, also arbeitet man daran, das zu harmonisieren und so diese schwere Energie auszuräumen unter zwei Gleichen, die dann zu einem Ranti werden, also zu wirklich zwei Gleichen und oder zu einem Paar, einem Hapu, einem heiligen Paar. Don Juan said to me once, we all want to have at least one or few Mesintin Yanantin relationships in our lives, because it's the level where I can be truly me and you can be truly you, and we can support each other in our likeness and our differences. It's that fourth level bridge. We're not going to try to be like each other, but it's cooperation and support. And it's bolstered by this moon eye and this Aini. Everything that comes below it lifts you up to this level of Mesintin Yanantin. And if you can achieve that Ranti and Hapu, the harmonization of those energetic factors, psychological factors, then you reach the very rare state of a Tawantin. A Tawantin is the perfect integration of four factors. It's the representation it's the expression of harmony and wholeness. And I would say joy and peace and all those kind of platonic feelings, okay? And this is the level where you've done the work of mediating or lessening the hucha-inducing aspects of the Mesintin Yanantin factors. And you, up until that point, I would say you're still two bubbles. And your relationship is like a third body, is like a third bubble. Like they say in a marriage, you have the two people in the marriage, and the marriage itself is like a third bubble. And that, when you're together, you're in that third bubble. But the Tawantin is, to me, the being in a single bubble together. It's different. It's a true Ayu Pokpo. It's almost the merger of your two bubbles. And when you're together, you're almost in a single bubble. Okay, also sie sagt, wenn wir das, was sie vorher beschrieben hatte, erreicht haben, oder sie sagte auch, dass Juan mal zu ihr gesagt hat, wir alle wollen im Leben mindestens eine solche Mesintin und eine solche Yanantin-Beziehung haben. Danach streben wir eigentlich alle. Und diese vollendeten Mesintin- und Yanantin-Beziehungen, die sind kooperativ, sagt sie. Das ist gemeinsam, das ist miteinander und da ist dann keine schwere Energie mehr.
Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du diesen nächsten letzten Schritt gehen, der ein Tawantin ist. Und ein Tawantin ist eigentlich die perfekte Verbindung von vier verschiedenen Faktoren. Und das ist diese Beziehung, wenn man ja Masintin und Janantin aufgebaut hat, dann ist dieser nächste, letzte Schritt, der Ausdruck von der perfekten Harmonie, würde man sagen, oder von Freude und Frieden. Und wenn du nämlich diese ganze schwere Energie, die mit den Schritten vorher in Zusammenhang stand, mit dem Wettbewerb und dem Neid, wenn du das abgebaut hast, dann wird auch aus zwei Blasen eine gemeinsame Energieblase, sagt sie. Bis zu diesem Punkt, bis hin zu Tawantin, ist man, würde sie es so sehen, immer noch hat jeder seine eigene Energieblase und die Beziehung, die man miteinander hat, ist eine dritte Energieblase. Also es ist du und ich und unsere Beziehung. Das sind drei Dinge. Und auf der Ebene von Tawantin wird das alles eins und da wird es eine wahre Gemeinschaftsblase, ja, eine gemeinsame Blase. Ja. Can I make one last point that will kind of bring this together with the third and the fourth level? I know we're almost out of time. It's fine. Of course, it's fine. Okay. So another way to look at this is through point of view. Okay. And I'm going to talk about something completely different, but to me it is connected to a third level awareness and a fourth level awareness. So in the Andean tradition, as in most mystical or shamanic traditions, there's a concept of having three worlds. The Hanakpacha, an upper world, a world that's all the beings have perfected their asami. The Kaipacha, this middle world, this human world, we are both beings, we produce both sami and hucha. And then the lower world, the Uhupacha, which we'll call the interior world. For the purposes of this discussion, I'll call it the places where we're hidden from ourselves. And we still need to do a lot of transformational work. This is a place of regeneration, okay? Now, there are animal spirits associated with each of these three worlds. I'm going to just focus on the upper world because originally, at least, I don't know originally, but the common, I'll call it a totem animal associated with this, was the condor. And the condor is the great eater of hucha. The condor sees hucha everywhere and can eat it, digest it, turn it into sami, okay? But its gift is seeing the hucha. At some point in history, in the tradition, the totem shifted from the condor to the hummingbird. The hummingbird is the bringer of sami. So juxtapose that, the eater of hucha and the bringer of sami. There was a transition, some kind of energetic awareness, consciousness transition in our focus, doing our energy work. At the third level, we have to come to know our condor energy. We have to be aware of our hucha and eat our hucha. Okay. This can also be difficult because if you're only looking out of the condor's eyes, when you look out at the world or when you look at yourself, you can be very hard on yourself. Oh, I have so much hucha. You can miss your sami. Mm-hmm. Look out at the world, you can say, oh, everything's so screwed up. Everything's so bad. There's hucha everywhere. And be overwhelmed and almost you get paralyzed. Okay. So it has its useful and its not so useful perceptual perspectives.
But at the third level, you have to see and take responsibility for your hujja. Take your projections back. Deal with yourself. Be responsible for yourself. We say you have to be the master of your own energy body. Don't worry about anybody else. Deal with your own stuff. But we also, even at the third level, we want to have the promise and the lightness of the hummingbird. Because the hummingbird's perception is, how much sami can I bring? So even while we're working on reducing our hujja, we want to be sure to be the hummingbird. See our gifts, our lightness, and say, how much sami can I bring to my child today? How much sami can I bring to my coworker today? How much sami can I bring to this situation today? Okay. And at the fourth level, our focus is all about bringing the sami. We have to work those two energies at the third level. It's not that we don't have hujja at the fourth level, we just have a lot less. And so we can focus on being the hummingbird, the bringer of sami. But that work starts at the third level. Mm-hmm, mm-hmm. But I think it's a profound shift in how we see our work as Pakos, as an American Pako, or a German Pako, or a South African Pako, or an Italian Pako. You know, we're not Andean Pakos. Everything I've talked about is how we can use this as human beings, but especially in our culture, which is a culture of yachai and psychology and interactions and complexity. How can we can bring these ideas and these practices to simplify things and to transform, to regenerate ourselves? Yes, very nice. Also, sie wollte jetzt gerne zum Schluss noch etwas sagen, um diese beiden Ansätze, die wir heute diskutiert haben. Nämlich, sie hat am Anfang sehr viel über die dritte und die vierte Ebene gesprochen. Und dann sind wir zu dem Pfad der sieben Stufen der Beziehungen zwischen Menschen gegangen. Und sie wollte das jetzt gerne nochmal zusammenbringen in einem Abschluss, den ich ganz, ganz schön finde. In der Andinen-Tradition, in der Inka-Tradition gibt es ebenso wie in vielen anderen Traditionen die Sichtweise auf die drei Welten. Also es gibt die drei Welten, die obere Welt, in der ganz viel leichte, also ausschließlich leichte Energie vorherrscht. Und die hiesige Welt, in der wir uns bewegen, wir Menschen, wo sowohl schwere als auch leichte Energie vorhanden ist. Und die untere Welt oder die innere Welt, die wir auch so nennen, in der hauptsächlich schwere Energie vorhanden ist. Aber wo wir halt unsere, sie sagt es schön, wir haben uns dort vor uns selbst versteckt, in der inneren Welt. Ja, da sind unsere Schätze drin und da können wir ganz viel Kräfte und Schönheit herausholen. Aber auch ein Ort der Regeneration. Sie möchte jetzt aber nur über die obere Welt sprechen, darum geht es. Und es gibt es stehen für diese drei Welten, standen schon immer Tiere als Synonym für diese Welten. Und für eine lange, lange Zeit hat der Kondor die obere Welt repräsentiert. Und dann irgendwann ist es aber zum Kolibri übergegangen. Und dieser Übergang, der ist für uns selbst auch eigentlich ganz wichtig. Also, was macht der Kondor? Der Kondor, der transformiert schwere Energie in leichte Energie. Die Gabe, die der Kondor hat, ist, die schwere Energie zu sehen und zu erkennen und sie dann transformieren zu können. Er sieht also überall, wo schwere Energie ist. Der Kolibri wiederum, der agiert anders. Der bringt die leichte Energie. Er schaut sich gar nicht mehr die Schwere an, sondern er ist einfach der Überbringer der leichten Energie.
Und warum hat sich das eigentlich geändert? Und was heißt das für uns? Also sie sagt, in der dritten Ebene, wenn wir alle jetzt hauptsächlich auf der dritten Ebene noch agieren und bald auf der vierten oder an die vierte gehen wollen, dann müssen wir auf der dritten Ebene erstmal so sein wie der Kondor. Wir müssen die schwere Energie finden in unserem Leben, in uns selbst. Und wir müssen diese schwere Energie transformieren in leichte Energie. Und wir müssen, wenn wir das tun, dann übernehmen wir die Verantwortung. Wir sind die wahren Meister oder Besitzer unserer eigenen Energieblase. Und in der dritten Ebene sollen wir jetzt aber nicht ausschließlich nur den Kondor sehen, der die schwere Energie, der sich mit der Schwere beschäftigt und so viel Arbeit hat, sondern wir sollen auch als das, was uns anzieht, den Kolibri immer im Kopf haben und im Hinterkopf haben. Also einfach als Perspektive zu sehen, dass wir irgendwann von dem Kondor, von der harten Arbeit, immer die Shucha zu essen, hingehen können zu dem Kolibri, der die leichte Energie bringt. Und das ist das, was in der vierten Ebene passiert. Da ist es alles, geht es darum, die leichte Energie zu bringen. Und es ist nicht so, dass auf der vierten Ebene gar keine schwere Energie mehr ist, also weit davon entfernt. Aber es ist schon eine ganze Menge weniger Hucha vorhanden, weil wir damit so viel gearbeitet haben. Und das ist das, was sie sagt, so sollten wir als Paco arbeiten. Wir sollten denn in unserer Welt genau daran arbeiten, dass wir die schwere Energie mehr und mehr verarbeiten und transformieren in leichte Energie. Und damit auch die Welt uns verändern, uns transformieren und auch die Welt transformieren. Und damit halt wie der Kolibri auch den Blick zu haben, wo kann ich leichte Energie hinbringen? Wo kann ich in eine Situation, ja, in meinem Job, zu meinen Kindern, zu meiner Familie, wo kann ich auch Leichtigkeit und schöne Energie hinbringen? Das heißt, den Blick auf uns zu haben, wo habe ich schwere Energie, wo ist schwere Energie, wo kann ich sie lösen, aber sich dann nicht einnehmen zu lassen, nur von dem Schweren, was da ist, sondern auch versuchen, das Leichte zu sehen und mit reinzubringen. Mhm. Ja. Wonderful. Wonderful. You're welcome. Thank you. And you see, we're past our time, so do we have any time for questions? Or? I think, Joan, I'm afraid. Yeah, we're done. But I'm quite, well, you see, it's okay that we passed over time and there's no time for questions, because with the 45 people that we still carried all the way through, we had so many questions. It would be difficult for us to decide which question to ask and to answer, sure, and which one not. So in this point, I'm quite happy that we don't have time, but I'm happy that we spend all the time we have with such a beautiful conversation. Thank you so much. Thank you so much for having me, and thank you to all of you who gave me your attention, and thank you especially to Don Juan, Don Ivan. Yes. Yes. Thank you. We also thank them very much. Yes. Also vielleicht auf Deutsch ganz kurz, vielen Dank, sagt sie an Don Juan und Don Ivan und an alle euch, die ihr jetzt hier dabei wart und euch dafür interessiert hat, für was sie sagen möchte. Ja. I will post. You know what? Actually, I realized like 10 minutes after we started, I realized that I had forgotten to press the record button. So the first introduction part is missing. But anyway, I will upload the video on Facebook in 1 or 2 days. And in the comment section, I will leave the website, your website, joankentiwasi.com. Mm-hmm. And please, people, if you speak and understand English, go to to Joan's website. Joan offers a fantastic blog with all of these information she's been talking about. And also, if you have time, if you're interested, join one of Joan's teachings. She offers online teachings. I did one of these, I did her teaching last year and it was amazing. So if you have time, just do it. So if you want to email me, my email is kentiwasi@gmail.com. It's kentiwasi@gmail.com. Yeah. Well, I'll put it down in the comment section. Okay. So people can be in touch with you directly, right? Okay. Thank you so much.
Yes. Okay. Ihr Lieben, kurz nochmal auf Deutsch. Joan hat eine Webseite. Ich werde in ein, zwei Tagen das Video auf Facebook hochladen und dann im Kommentarfeld ihre URL und auch ihre E-Mail-Adresse hinterlegen, damit ihr mit ihr in Kontakt treten und ihre Webseite anschauen könnt. Wenn ihr Englisch versteht, so wie heute beispielsweise, empfehlen wir euch, macht mal einen Online-Kurs mit Joan. Ich habe ihn letztes Jahr gemacht, er war fantastisch. Es ist nichts, dass da was grundsätzlich Neues ist, aber ihre Art zu erklären bringt ganz, ganz viel neue Einsichten auch mit. Ja, ja, und mein dann die. Machen wir sowas nochmal wieder, ja, oder? Irgendwann werden wir gucken, dass wir sie nochmal einladen, ja, und so eine weitere Session. So, Joan, Elke was saying, yes, and one day, soon, we will have to invite you for a second conversation. So we will continue with this chat. I would be delighted. Thank you, Elke, for the translations. Thank you. Well, thank you for sharing all this with us. It was beautiful. Okay. So before we leave, let me just change the gallery view. So now we can see who is in. And people, wonderful, switch on your video now. If you could switch on your cameras so we can see you. Könnt ihr mal eure Video anschalten, ihr Lieben, dass wir euch mal sehen können? Hello, everybody. Hello. Wow, so many people left. Ah, cool. Fantastic. Ah, cool. Thank you for being here. Yes. Thank you all for your patience. Thank you for listening. Thank you for being here. And I'm sure in a couple of days, we will announce the next conversation. And Joan, again, one more time, thank you so much. Speak to you soon. Hopefully see you next year. Okay. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, people. Thank you. Bye-bye. Very much.